Ja, rein muss ja. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Ja. Wie ihr seht, sind wir da gerade bei einer Mission. Rühmernten. Nur ist das halt nicht das Einzige, was wir inzwischen gemacht haben. Oder inzwischen gemacht haben. Und vor allem vielleicht erkennt einer von euch das Feld. Denn dieses Feld ist das 18er. Ich habe das 18er genommen. Mit dem Wissen, dass es extrem lang dauert, aber dafür 89.000 Euro zum Verdienen ist. Jo. Na, 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 na. Ich muss mir jetzt wieder eine finden, weil diese Aufnahme wird wieder am selben Tag gemacht, wie es wieder hochlädt. Warum? Ganz einfach, ich habe bald vorbereitet, wollte noch ein, zwei Aufnahmen aufnehmen, Zeit mehr gehabt. Und damit ich auch jeden Tag eine Folge, online stellen kann. Ich sage, ich muss jetzt mich leider zusetzen zum PC. Eine Folge aufnehmen, damit ich es noch schaffe zu rendern und zum Hochladen, damit jeden Tag eine Folge erscheint. So, das führen wir weg, obwohl es nicht voll ist. Und dann zeige ich euch den Rest, was ich gemacht habe und was wir heute noch machen. In diesen restlichen 28 Minuten. Plus minus 5 Minuten. Dupi. So, einmal hier verkehrt reinpacken. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Stern? Ja. Aber jetzt... einmal abladen. Und jetzt seht ihr, wie viel ich schon vom Pöck gemacht habe, wie viel ich abgeladen habe. Ich war ganz fleißig. Es sind erst 29% und ich bin gefühlt schon 100 Mal daher gefahren. Ah, ja. Also wurscht, dafür bin ich gut geholt. Ja, unsere Felder müssen wir begutachten. Es ausschaut, ob die reif sind, die endreif oder nicht. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist der Herford wird auf dem Feld sogar brav unterwegs. Darf ich nicht einmal schimpfen. So, ich hoffe, ihr da passt. Unsere Felder, da die Zipfel sind schon gelb, aber sonst noch grün. Okay, passt. Gut, und dann nehmen wir gleich den, ist eh wurscht, weil ich habe ein bisschen was gemacht. Nehmen wir gleich den Traktor, der passt mir nämlich gut schon. Da bei mir ist halt eigentlich der Waldraser, ja da ist er. Und zwar... wie ihr wisst, bei der letzten Folge, bei der 100. Folge, haben wir einen Schafstall gekauft, die Pferde verkauft, wieder Pferde gekauft. Falscher Knopf. Nur waren nachher die Pferde alles nicht so 100% voll, deswegen haben wir müssen sie erst auffüllen. Wir haben die Schafweide gekauft. Das, was bei den Pferden noch fehlt, was wir aber auch für die Schafe brauchen, ist das hier. Heu.
Und ich habe deswegen die ganze Wiese gemäht, gewendet. Übrigens, wir haben einen Wender, der steht irgendwo da drin. Weil den habt ihr noch nicht gesehen. Ich zeige euch nachher, wenn wir wegfahren, oder wenn wir das zu den Pferden bringen, die erste Fuhr hole. Weil da fahren wir sicher beim Wender einmal vorbei. Dann zeige ich euch das Gerät, was wir gekauft haben. Das werden wir nur immer noch unter 3000. Ja, 80%. Ich warte, bis du komplett voll bist, dann durch die entladen. Gut, 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 gut. Und dass wir 103.000 haben, ist auch noch gut, denn wir brauchen noch ein Gold für die Schafe, was sie hoffentlich heute ausgeht, zu besorgen, weil wenn ich Heu drin habe und ein bisschen Wasser schon drin habe, weil Wasser müssen wir zu den Pferden zwar bringen, aber zuerst hätte ich gesagt zu den Schafe, dann können wir die Schafe einstellen, dann haben sie zu fressen. Und groß können wir drüben mähen bei der Kompostieranlage, weil für die Schafe brauchen wir Gras und Heu. So schaut's aus. LVC hat einen vollen Kontakt. Juhu. Wo steht er? Juhu. Juhu. Wenigstens steht er schon sauber für uns. Dass wir nur zu viel brauchen. Zum Entladen. Ein bisschen muss ich nachfahren. Das war eh sowieso klar. Das haben wir eh immer und überall das Problem. Passt. Gut, gut. So. Da weiter im Spiel. Jetzt muss ich nur die Oberansicht machen, damit die wo es sich das Situation erwischt hat. Passt. Dann einmal hier hoch. Ah, yep. Sehr schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Der Kasen vom A-Team. Ja, da. Nein, nicht BA. Colonel? Sind ein Colonel oder so genannt? Ja. Ich sehe mal vor. Das bringe ich jetzt mal zu den Pferden. Und sind die auch schon mal versorgt. Außer halt mit dem Wasser. Beim Wasser sind sie ein bisschen rot, im roten Bereich. Aber das können wir nachher noch machen. So, wo habe ich ihn hingestellt? Na, das ist der Zettel, oder? Ich bin jetzt. Das ist der Grober. Da haben wir einen Schwader. Das ist der Zettel. Ah, da hinten steht er. Da ist unser Wender. Von Pöttinger, wenn es mich nicht täuscht. Ja, genau. Der versorgt Pöttinger. Da Pöttinger. Das ist ein Strader, aber das ist auch Pöttinger, oder? Oder nicht? Ah, das ist nicht anscheinend. Okay. So, jetzt voll ablenken lassen. Wir haben Arbeit.
Junge, wir haben Arbeit. Na 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 na. Wenn jemand dort abgehört, sagen. Wenn jemand fährt durch. Ah, genau, was ich mir überlege inzwischen hab. Wir haben ja mit dem Schafstall das Feld 28 Jahre mit übernommen. Wird wäre jetzt nicht irgendwie schlecht gleich an Performer schicken, an Traktor mit Helfer, um das Feld gleich zu machen bzw. schon herzurichten zum Aussetzen. Weil das, was ausgesetzt ist, ernten geht nicht. Für die heute war es die letzte Folge nicht gesehen und wir haben dort Baumwolle drauf. Baumwollernter mieten ist so dermaßen teuer, dass es für das eine Feld nicht auszahlt. Und auch mit den Missionen her wird es glaube ich nicht auszahlen, dass wir den Baumwollernter mieten. Da machen wir eher Verlust als wir gewinnen. Deswegen wird das Feld einfach platt gemacht. So, da. Das könnte man aber nochmal. Dafür nehmen wir den Traktor nachher. Und da schauen wir schnell, Feld 28 ist erntereif. Was mir aber ja, gedünkt hat wohl. Es muss nicht gepflückt werden oder sonst was. Es werden zwei Baumwollmissionen. 20 und 27 ernten. 20. Siebenundzwanzig werden beide schon aktiv. Das wird 5000 bringen. Und wie viel haben wir gesagt, das andere? Ah, 5000. Die zwei bringen beide 10.000. Und was haben wir? Und das Mieten kostet 24.000. Ne. Ne, 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 ne. Das lassen wir. Schauen wir, dass wir die Mission fertig bringen. Ich weiß, dass du fast vorne hast, dass man bin ich schon da. Dann müssen wir mit dem mal runter. Inzwischen wird der noch eh komplett voll sein. Das heißt, ich muss da zweimal fahren. Wenn ich dort schon gerade jetzt zur Umlenk und den Tempomat einmal reinhaue, dann kann ich eventuell da schon schauen, den Status unserer Pferde, was heute betrifft, ist schon gut. Was ist ja gut. Alles klar, bei den Pferdl passt, dann können wir schon die Schafe okay. Ich hab gedacht, das Wasser wäre rot. Das passt ja sehr gut. Dann können wir echt schon die Schafe okay. Zu befüllen und zu kaufen. Nein, 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 nein. Ich darf nicht so schnell fahren mit dem. Ich hab zwei einen besseren LKW nehmen. Sprich schnell. Nicht einmal da. Tatra, sowas. Der Tatra. Weil der schwimmt nicht so in der Kurven. Der meint, der schwimmt am gewaltigsten.
war trotzdem auch mit dem, muss ich aufpassen, voll beladen. Hat schon alles zusammen ein bisschen Gewicht. Und jetzt bin ich wieder scheiße geworden. Ihr seht, ich bin kacke gefahren. Wo fehlen gerade auch? Oder Probleme mit dem Umdenken. Es hilft nichts. Ich habe Probleme mit dem Umdenken. So. Super. Wie viel Prozent haben wir? Wie viel haben wir vorher gehabt? 39 oder was? 36? Dann haben wir jetzt 41, 42. Ja, 30. 30% haben wir jetzt erst. Oder mal ein Drittel vom Feld runtergeholt. Kann das sein? Ist das wirklich möglich? I don't know. Er hat sogar noch runter geschafft, der Junge. Hätte nicht gedacht, dass er noch so weit kommt. Ja, das schaut ein bisschen schwammig aus bei dem, aber ja, da mal heuer noch drin. Oh weh. Was machen wir mit dem ganzen Hai nachher? Ah, haben wir mal bei den Schafe einen, was geht. Das heißt, es ist nicht das Gras, weil so ähnlich. Oh je. Okay, passt. Du hast dann von Kontang. Ich komme. So, und Karten kurz schauen, gibt es eine Abkürzung von hier nach hier? Ja, sagen wir mal so. Zwischen 17er, 16er und 18er fällt durch, aber dann kann ich dann 20 und 18 weiter oben, bis ich noch dorthin komme, wo ich da am Querdach umfahren kann, so über die Olivenplantage. Ah ja. Schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen. Inzwischen ein Schluck Kaffee. In der Nachtschicht arbeit, wie gerade 12.38 Uhr kommt, wenn ich, wie ihr euch vorstellen könnt, Gott ist auf den Stand. Ja, was? Hab ich da schon habe? Ja. Das bringen wir halt noch zusammen. Die Schafe, eine Hand bringen wir zusammen. Sie haben zwar nachher nur zwar das Heu zum Fressen, aber sie haben zu fressen.
Müssen wir jetzt schauen, wie viel wir kaufen. Bei mir sollte man die Reproduktionsrate von den Schafen erwiesen. Schweine hat eine bessere, das weiß ich. Auf Polarclashen tun wir den Schafstall auch nicht, weil da können sie ruhig selber reproduzieren. Da weiß ich nicht, in was für ein Zeitraum das ist. Außerdem haben sie doch erwiesen, also groß brauchen sie dem Sinn eh nicht. Gleich immer zurück. So, das erste Mal befüllen von Heu. Okay, das ist nicht euch ernst, oder? Übersehe ich etwas? Außer dass da ein Hidden Tree ist, was ich vorher noch nie gesehen habe. Es hilft nichts, wir müssen. Ja, okay. Schafe, Gras und Heu. Heu. Wieder eine, ja? Na. Also der hinten ist ein Neig. Weil sonst da irgendwo ein Futtertrag oder irgendwas? Oder kann ich erst Heu reinhauen, wenn ich die Schafe gekauft habe? Gekauft haben wir sie, oder? Kern tut sie schon uns. Ja, Kern tut sie uns. Der hat fast einen vollen Konter. Okay, noch ein paar Aufgefahren, ein bisschen mitfahren. Wasser. Gras und Heu. Das muss da sein. Das eine ist Wasser und das andere ist Gras bzw. Heu. Das war immer so. Wollte beim 17 auch schon. Aber ich hab da nichts. Jetzt sag mir nichts aus, das was wäre. Die richtige Maschine ist ausgewählt. Dann probieren wir es so. Jetzt ist er mal kurz um. Schauen. Ah, der ist schon wieder auf unterwegs. Mit Gas. Dann kriegst du ihn auch. Schauen wir nachher noch einmal. Kaufen wir mal ein Schaf. Ein einziges. Und dann schauen wir, ob wir auffallen können oder nicht. So.
Und wir geben Gas und geben Gas und haben Spaß und haben Spaß. Oder da ist es schon fast abgeerntet. Bleib ich nochmal auch die andere Hälfte da drüben. Ich bin erst bei 33%. Der Weg schaut mit der Spanisch aus. Abladen. Prozent. Ich hätte gesagt, das sind fast 50%, aber ja, 40% sind da fast 50%. Ja, hey, komm mal. Aber ich will einen Gewinn auch machen. In dem Sinn. Schauen, dass wir alles aber abernten nachher. Dann muss wenigstens so weit zufrieden sein, dass gerade der Helfer, der wahrscheinlich schon nach unten unterwegs ist. Ja, gleich ist er nach unten unterwegs. Okay, gleich da bleiben. Okay, der ist nicht nach unten unterwegs, der dann vorne kommen kann. Dass der seine Arbeit wenigstens drauf macht, sondern muss so die Karte weg. 28 Minuten. Da hat die Aufnahme schon. Das eine scharf Kappe noch in der Folge. Da kann sein, was will. Ich will wissen, ob ich danach offen kann oder nicht. Aber wenn ich nicht offen kann, dann weiß ich, was ich bis morgen wenigstens zu tun habe. Googeln warum. Weil für mich ist das gerade ein bisschen unverständlich. So, wo ist der Traktor, der rote Käse? Aussteigen. So, weiß, braun, schwarz, weiß oder nur schwarz? Ein weißes. 1500. Bestätigen. Hallo. Ist es das? Hallo. Bist du mein Schaf? Grüß dich. Okay, Steffen, mein Name und deiner? Okay. Nicht zu gesprächig. Ah. Ist ja klar, du hast den Rücken zu, meinst du schon. Ah, so. Liebe Schaf. Und jetzt geht's. Tatsache. Ich muss zuerst.
Ich muss zuerst die Tiere haben, bevor ich auffüllen kann. Und da gehen nur 1000 Liter rein, mehr nicht. Krass, brauche ich jetzt gar nicht besorgen, weil das ist ja wohl ein Wasser. Produktionsseite, das steht da, ah, das sehe ich mir noch nicht. Aber das, was wir jetzt machen können, wir haben 101.000, so scharf weiß. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich gerade aufgedruckt oder sonst was. Der hat einmal gesagt für 50.000, oder? Kannst auch so bestätigen. Grüß euch, ihr Schäflein. Okay, jetzt hoffeln. Ja. Das ist echt abhängig, wie viel Tiere ich drin habe. Je nachdem, ist er voll oder nicht voll. Und das haben wir fast voll. 35 Schafe haben wir jetzt. Sehr schön. Reproduktionsrate steht nichts. Mit dem fahre ich jetzt wieder nach Hause. Und ja, und vielleicht schaffe ich es, dass ich offline. Na, das machen wir nächste Folge. Weil wir sind jetzt bei 32 Minuten, das reicht für heute. Wir haben die Schafe. Zum Fressen haben sie, Wasser kriegen sie morgen als allererstes. Und inzwischen machen wir die Mission weiter, beziehungsweise müssen wir noch einen Helfer schicken, unser Feld wird um. Der ist 28 gefällt, um was auszusetzen, was wir ernten können, beziehungsweise was schon Gold bringt oder wir für die Tiere brauchen, für die nächsten oder sonstiges. Das werden wir alles noch sehen, aber das Wichtigste ist wieder gemacht. Wir haben die 101. Folge, wir haben erfolgreich die Schafe. 35 Stück zuerst nur, aber es werden mehr. Und wir haben dadurch wieder eine Einnahmequelle, eine zusätzliche. Und was wir mit dem unteren Heu machen, da überlege ich mir was bis nächste Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Macht es gut. Ciao, ciao.